Treyarch. Activision Presents. Sein Vater, Alex Mason, gab alles auf, was er hatte. Er hat mich verlassen. Um sein Land vor Leuten wie dir zu schützen. Ich hasste ihn dafür. Jetzt bin ich hier. Bei dir. Wir sind also gleich, David. Geformt von unseren Verlusten. I throw this to the wind. What if I was right? Well, did you trust your noble dreams and gentle expectations to the mercy of the gods? Hey Leute, was geht, Freunde? Seid gegrüßt zu einem neuen Let's Play. Ich bin Slayer360 Memate. Und ja, heute werden wieder Wünsche erfüllt. Und zwar werde ich den Wunsch erfüllen, Call of Duty Black Ops 2 zu spielen. Und zwar wollte das, das weiß ich nicht mehr so gut im Kopf. Kommentar wird jetzt eingeblendet. Nun ja, heute spielen wir Call of Duty Black Ops 2. Dieser Mann da hatte, glaube ich, eine ziemlich schwere und, ja, schlechte Vergangenheit. Aber jetzt beginnen wir mal. So, und zwar, ich weiß jetzt nicht, ich glaube Christian war es, oder? Tut mir leid, wenn das jetzt falsch war. Der wollte Singleplayer und, ja, wir fangen dann direkt eine neue Story. Und ja, das würde beschrieben, ist mir egal. Wir werden jetzt natürlich anfangen zu Let's Playen. Und ja, welche Schwierigkeitsgrad soll man nehmen? Ich glaube, Soldat ist normal, oder? Und Söldner schwer, Veteran dann Profi. Rekrut ist dann Anfänger. Ich würde mal sagen, ich nehme Soldat, weil ich ja eh nicht so gut in, ja, Ballerspiele bin. Habt ihr ja schon bereits in meinem Battlefield Let's Plays gesehen. Naja, egal. So, fangen wir dann mal an. Call of Duty Black Ops 2. Yeah. Bis auf diesen Raum.
hast denn sicher einen Schwachkopf. Hey, alter Mann. War Raúl Menéndez heute hier? Sergeant Woods. Raúl Menéndez ist der Anführer von Cordes Dié. Und der gefährlichste Terrorist seit Osama Bin Laden. Ist Zeitverschwendung. Der ist am Ende. Schnauze. Was war denn das? Warum sagt er sagte nur mi hermana. Heißt auf Spanisch Schwester, Schwachkopf. Der hat Schnauze und dann abgebrochen. Warum war das so? Also der hat Schnauze gesagt. Nationalen Sicherheit gibt. Müssen Sie uns das sagen? Mach die Kamera an. Ein alter Herr hat sich gut geschlagen in Alaska. Scheiße, Hudson ist aufgetaucht. Dad, ich hab Angst und ich brauche Hilfe. Du bist 7 Jahre alt, David. Benimm dich nicht wie ein Baby. Ich hasse dich. Okay. Warte. Geh zurück zur Armee. Wie damals bei Moms Tod. Lieutenant Colonel North, NSC. Sie kennen bereits Jason Hudson. Was soll das denn werden? Gestern hat ein Geheimteam unter Sergeant Woods Waffenschmuggler hochnehmen wollen. Heute Morgen brach der Kontakt ab. Holen Sie ihn raus, CIA. Was soll das? Castro und die Russen sind überall in Angola. Wir können nicht rein. Die CIA ist da raus. Woods und sein Trupp existieren nicht mehr. Was immer Sie brauchen, Mason, kriegen Sie. Lass David einfach bei Jenny. Wie vorher. Sie hat ihn gern bei sich. Er kommt klar. Dad, du wolltest nie wieder zur Armee. Du hast es versprochen. Das ist Onkel Woods, Junge. Er wird's auch für mich tun. Okay, ja. Da geht er mit seinem Sohn ganz gut um. So, Missionbesprechung, Bildschirm. Er erscheint vor jede Mission und benennt die Ziele. Die Ausrüstung der Mission kann durch Drücken von C angepasst werden. Alternativ startet man mit der Standardausrüstung. Ein Blick in die Karrieredaten ist mit R möglich. So, ich hatte ja mal Black Ops 1 auf... Huch, was war das? Ich hatte ja mal Black Ops 2 auf Ding gespielt, auf Xbox. Und einen Moment. Ich glaube, irgendwas stimmt mit dem Mikro nicht. So. Sorry für die Unterbrechung. Aber ich weiß jetzt nicht, was heute schon wieder los ist. Ja. Ich richte jetzt mal mein Mikro hier etwas anders. So. Ja, Ziel, retten Sie Woods. Ich hoffe, man kann mich noch verstehen. Und ja, das Coole an diesem Spiel ist, dass man in Singleplayer seine Waffen ändern kann. Und nicht immer mit der Standard-Ausrüstung anfängt. Wie bei Black Ops 1. Das ist schon mal cool. Also das finde ich richtig Hammer. So, ich würde mal sagen, wir nehmen Pfahl. Nee. Ich nehme die AK lieber mit Tarnung. Primäraufsätze. ACOG, Visier oder ja, wie man das nennt. Verbessert Zoom-Ansicht. So, Fallmodus. Dann, was haben wir noch? Sekundärwaffe. Cool. Spezial die Minigun. Ohohoho. Geil. Manuelle Armbrust, Sprungmesser und MM1 Granatenwerfer. Alter, was für geile Sachen es hier hat. Sturmgewehre. Ja, cool. Dann nehmen wir noch gleich die Fahne mit, wenn sie empfohlen wird. Dann machen wir auch mal alles dran hier so. Oh, Tarnung habe ich ja schon. Halt. Granaten können wir nichts machen und Extras nur Zugangskit.
Ja. Dann können wir mal loslegen, ne? Eingabe. Sie fanden mich mit einem Spionagesatelliten. Mit einem KH-09. Das Baby scheißt in 12 Meilen Höhe einen Filmkanister aus. Dann kommt eine C-130 vorbei. Schnappt ihn auf 30.000 Fuß. Das war vor der digitalen Zeit. Der Film musste entwickelt werden. Analysiert und abgeliefert. Alles von Hand. Unser Kampf und dessen Kerl namens Jonas Savimbi. Ihr denkt, ich bin der Irre? Dieser Kerl. Ja, sehr witzig. So, Call of Duty Black Ops 2 ladet. Jo, nochmals danke für deinen Kommentar, ne, Christian oder so. Hier werde ich da... Wow. What the fuck? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Rechts auf! Das Feuer ist schon. Manchmal kommt jede Hilfe zu spät. Wir müssen hier weg, sonst sterben wir auch noch. Scheiße. Böser Feuer, die MPLA bereitet einen Angriff vor. Wenn sie einen Kampf wollen, dann bekommen sie ein. Bewegung! Mason, hörst du mich? Was gibt's jetzt? Die MPLA-Truppen nähern sich eurer Position, etwa ein Kilometer nördlich. Ja, Savimbi führt einen Gegenangriff an. Er hat Eier, das muss man ihm lassen. Was ist mit Woods? Können wir seine Position bestätigen? Sie bringen ihn ständig von einem Ort zum anderen. Wir vermuten, dass Savimbis Leute sich bald melden. So, das ist ja mal cool hier. Richtig geil an diesem... Die Mörser haben aufgehört. An diesem Wagen hier ranhängen. Da kommen sie! Da kommen sie, meine Brüder! Kämpf, meine Brüder! Okay, wie messert man? Wie messert man? Ah, okay, mit V. Komisch. Bei mir war das früher immer mit F. So. Oh. Ja, ich darf hier nicht vorstimmen. Wo rennst du denn hin? Komm her. Drecksack, du. So, das sind Verbündete. Wo ist überhaupt unser erstes Ziel? Interaktion. Mason, auf die Mörsertrupps zielen! Okay, okay. Ah, Mörsergranaten. Ha, wie geil. So, und... 3. Cool. Wirft er die jetzt einfach so oder was? Ach komm, was wird das? Hoho, alle drei ausgeschaltet. Nein, ich sterbe. Alle drei mit einer Mörsergranate ausgeschaltet. Die Mörsertrupps sind erledigt. So. Verdammt, Hass. Sie haben T-62 Panzer als Unterstützung. Alter, wie viele das sind. So, hier schmeckt meine Granate. Okay, Luftunterstützung. So, links zum Feuern des Maschinengewehrs, rechts zum Feuern der Raketen. Ja, das war ja einfach. Gute Arbeit, Hans. Das sind ein paar MG-Laster, die auf dich zielen. Ich kann es wieder anfliegen, wenn die MG-Laster weg sind. Ich kümmere mich um sie. So, wo sind die MG-Laster? Da. Ja, kämpf. Halt. Nachladen. MG-Laster erledigt. Du kannst loslegen, Hans. Cool, hier hat's Mörse. Kann ich die benutzen? Nee, leider nicht. Kämpfen wir mal ein bisschen mit der AK. AK ist eine coole, effektive und sehr starke Waffe. Nur so nebenher. Warte auf Angriffsbefehl, Mason.
nur so nebenher, in der Welt der Wunderzeitschrift wurde die AK als die gefährlichste Waffe auf der ganzen Welt benannt. Das ist schon ziemlich hart. Das ist, ja. Also, dass es die gefährlichste Waffe ist. Also, da stand vieles darüber, dass das sehr, dass die Waffe sehr oft benutzt wird und dass man damit richtig viele Menschen getötet hat und dass sie richtig Durchschlagskraft und Schaden hat oder macht und deswegen die gefährlichste Waffe ist. Falls ihr das alles verstanden habt, was ich gesagt habe, während sie geredet haben, habt ihr etwas gelernt. Naja, egal. So. Ah, wo muss ich hin? Ah, hier. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Ja, sie sind schwach. Granate. Oh, das hat den voll erwischt. Warum sterben die nicht? Die wo wegrennen. Unser Weg zum Sieg hat begonnen. Tod der Imperator. Hua! Hua! So, wir haben gewonnen. So wie es aussieht. Yeah! Ah, der ganze Potato! Habt ihr heute viele getötet? Ja! Das haben wir alle! Wusch, wusch! Die haben wir leicht noch nicht besiegt! Eine gefährliche Rettungsaktion, meine Freunde! Wo ist er? Er wird festgehalten! Von einem Waffenhändler aus Nicaragua. Ein sehr gefährlicher Mann. Wo? Etwa 2 Meilen nördlich. Er ist auf einem Transportkran auf dem Fluss Cubango. So, dann auf geht's. Wie? Er könnte schon tot sein. Los geht's, Hans. Ja, auf geht's. Wir retten Woods. Frank Woods. Übrigens stand Frank Woods immer vor der Kamera und hat geredet. Bei Black Ops 1, genauso wie in Black Ops 2, nur jetzt als alter Mann, so wie hier. Ich verschwand in Vietnam. Mein Vater dachte, ich wäre tot. Der ganze Scheiß, den Graf Checo ihm angetan hat. Die Zahl, Resnov steckt in seinem Kopf. Er hatte keine Ahnung, was real war. Wie denn auch? Graf Checo, der elenden Bastard aufzuschlitzen, hat uns alle gerettet. Wach zuerst auf. Boom. Willkommen im Hanoi-Helden. Ein halbes Jahr später schafften sie mich nach Da Nang. Gegen den Scheißort war das Helden echt gut. Meine Gruppe hat 17 verloren. Und 72 war nur noch ich übrig. Ich wollte nicht in einem Scheißsumpf sterben. Ja, dann retten wir dich. Das ist genau das gleiche Schema wie bei Battlefield 3. Erst wird erzählt. Wow, wow, oh, oh, Scheiße! Alter, ich hab gedacht, er geht daneben. Oh, ich musste also springen. Ich habe gedacht, er macht es selber. Ich Depp. Naja, egal. Was ich sagen wollte, das ist genau das gleiche Schema wie bei Battlefield 3. Erst wird erzählt und dann wird gezeigt, was er erzählen tut. Ich nähere mich jetzt im Konvoi. Also ziemlich cool. Sichern Sie den Lastkran. Okay. Bam. So, den Fehler machen wir nicht noch einmal. Bam! Oh, direkt in die Kehle.
Scheiße. So. Wir sind einmal gestorben, weil ich nicht abgesprungen bin. Aber nochmal sterben wir nicht. Das verspreche ich euch zwar nicht, aber das versichere ich euch. Ich bin ja sowieso schlecht in Ballerspiele. Aber Black Ops 2 scheint mir viel einfacher zu sein als Battlefield 3. Kein Wunder. Black Ops 3 wirkt auch viel realistischer und somit ist das Spiel auch schwieriger. So, na, wen haben wir denn hinter uns? Ja, das ist ziemlich schwierig, einen bewegenden Gegner zu treffen. Lol. Was haben wir hier? Aufschneiden. Aufknacken, besser gesagt. Oh, was sind das? Die kugelsichere Weste schützt vor Explosionen. Das hoffe ich doch mal. Also bitte, wie soll ich die denn von hier treffen? Ach, die hier oder was? Sterb doch! Bam, Headshot! Voll in die Backe. Oder in den Kinn, keine Ahnung. So, ihr kommt hier nicht an Bord. What? Oh, wie der geflogen ist. Wie geil. Was war das für ein krasser Bug? Oh, cool. Boah, ich liebe kleine AK. Tut mir leid, aber die Fall muss weg. Kleine AK ist so eine coole, starke und effektive Waffe und dann auch noch mit Doppelmagazin zum Schnellnachladen. Das ist das letzte Kanonenboot. Okay, Mitch, wir sind sicher. Mach den Container auf. Okay, kannst du mir mal helfen, Hudson? So. Hilf mir mal, Mason. Geht doch. Na, was haben wir denn hier? Sieht ziemlich blutig aus. Oh, oh mein Gott. Oh, Scheiße. Bist du hier drin? Die Leichen sind stark verwest. Die Männer sind schon seit Wochen tot. Das sieht ja aus wie bei The Walking Dead. Nur Zombies, Blut und Leichen. Da liegt er doch. Wie der reagiert hat. Ich bin's. Mason. Was haben die mit ihm gemacht, Hans? So. Wir haben Frank und ja, jetzt retten wir ihn. Scheiße, Frank hängt es hinter uns her. Oh oh. Komm schon. Wow. Nein, 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 nein. Wo, 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 da! Benutzen! So! Ach! Verdammt! Das ist ziemlich schwer! Oh, warum laggt das jetzt so? Yeah! Direkt in die Fresse! Wow! Wir sinken, Mann, über Bord! Oh! Ich hol ihn! Nein! Ich hab dich! Keine Sorge, ich werde dich retten! Dir wird nichts geschehen, wenn ich hier bin auf dieser Insel! Mit diesen gottverdammten Missgeburten! So.
Keine Sorge, ich bin bei dir. Lass alles nur raus. Wir haben jetzt wahrscheinlich die Aufmerksamkeit jedes MPLA-Soldaten hier. Jupp, das ist sicher. Wir müssen los. Ja, das ist mit... Ach so, okay. Ja, den muss ich tragen. So. Ja. Ich kann aber irgendwie ziemlich schnell laufen mit ihm. Das ist komisch. Komm schon, Wurz. Ich helf dir. Der ist fertig, Junge. Ich hab dich, Bruder. Frank Woods ist ziemlich fertig. Der kann nicht mal eine Waffe benutzen. So fertig ist er. Dorf voraus. Die Antenne bedeutet, sie haben ein Funkgerät. Wir können Savimbi um Evakuierung bitten. Okay. Gelangen Sie zum Dorf und funken Sie Savimbi. Blablabla. Hinter den Stamm in Deckung. Ja, warte, warte, okay. Lassen Sie sich nicht entdecken, okay? Scheiße, Sie haben uns gesehen, Miss! Was? Ich hab doch nichts Falsches gemacht! Ah, oh Mann! Ah, was wird denn das? Moment. Hinter den Stamm in Deckung. So, jetzt, Settler. Was zur Hölle machen die Kubaner hier? Psst. Leise. Warum leckt es so? Das sind nur Kinder. Oh mein Gott. Die rekrutieren Kinder und behandeln sie wie Dreck. Boah, so eine Missgeburt, hey. Den will ich direkt in die Fresse ballern. Gehen wir. Los, Woods. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Wir müssen hier raus. Verdeckt bleiben, den Kopf unten halten. Nicht bewegen, sie sollen vorbeigehen. Okay. Nicht okay. Bewegen. Auf mein Zeichen, rennen wir zur Holzhütte. Ist gut. Jetzt. Los, 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 los. Nicht bewegen. Noch mehr Patrouillen. Auf mein Zeichen gehen wir zum Gras. Okay. Schst, leise. Sie dürfen uns nicht entdecken. Oh oh, ich... Ah, okay. Zusammenbleiben! Jetzt, los, 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 los. Wir müssen geduckt bleiben, okay. Kein Mucks, Frank. Kein Mucks machen. Sonst sind wir alle am Ende. Position halten. Sie sind direkt vor uns. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben, Woods. Dir wird schon nichts geschehen. Okay, es geht los. Ich bin da. Okay. So. Ja, liebe Leute, ich mache mal kurz einen Schnitt. Wir sind gleich wieder da. So, Leute, meine lieben Freunde, wir sind wieder hier. Und wir müssen ganz leise sein. Du schaffst das, Frank. Ich rufe per Funk Hilfe. Ich kümmere mich um Wurz. Ja, du schaffst das, Frank. Pass da oben auf dich auf. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Keine Sorge. Ich bin Profi. Hier ist ein Profi am Werk. So, erstmal Muni auffüllen. Und... Eine Sniper. Toll, welche... Hey. Warum habe ich die andere Waffe nicht? Naja, dann haben wir eben den Dragunov. Oder den Druganov. Ich weiß nicht, wie die nochmal hieß.
So. Cool, wir haben ein Snipergewehr. Yeah. Was haben wir hier drin? So. Oh, nice. Bärenfallen. Oder Tierenfallen. Ist eigentlich egal, wie man das nennen tut. So, wir müssen hier geduckt bleiben. Wahrscheinlich. So, dann pirschen wir uns mal hier ran. Ich hoffe, hier sieht uns niemand. Dann... Nein! Nein! Bringt mich um, bringt mich um. Danke. Ich wollte eine Tierfalle da hinlegen. Aber jetzt... jetzt habe ich eine... Ja, eine Taktikgranate hingeworfen. Ich rufe per Funk Hilfe. Ich kümmere mich um Wurz. Oh, ja, das war... Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Das war wieder ein Fail. So, ein ziemlich cooles Teil, womit man geschlossene Schlösser aufschließen kann. Ziemlich cool, wa? So. Eine Kugel wurde von dieser Drew Gunner abgeschossen. So, und diesmal mache ich nichts falsch. Eventuell nichts falsch. Was ist heute mit dem Mikro los? Sorry für die Störungen. Aber das war echt nicht gewollt. Das war echt nicht Absicht. Geil. Die kann man ja scharf machen. Mit einem Mörser. Naja, das ist Wurst. Wir pirschen uns mal hier ran. Zum Fenster. Ich hoffe, uns sieht niemand. So, wir müssen hier rein. Ja, wir müssen den Funker überwältigen. Mullah Rahman. Was ist dein Problem? Kümmern Sie sich nicht um die lokale Politik. Prosta Marionetka. Как ты? Ген. Как сказано. Du bist tot, wenn du nicht genau das tust, was ich sage. Stell das Funkgerät auf. Du wirst mich töten. Niemand bewegt sich oder der Wichser stirbt. El Carol está diciendo que no se mueva. Maul halten! Él piensa que está en control. Pero él no es. Sacke Maul halten! Die Waffen runter! Los americanos no saben nada sobre la lealtad. Was labert das? Nosotros. Was deberíamos demostrar. Du Hurensohn. Oh, und was für einer. Boah. Alter. Bam, in your face. Das. Wir sind unterwegs. Steht zum Strand. Steht die Evakuierung. Zum Fluss gehen! Das war ja brutal. Verdammt nicht! Das war bedeutet, dass ein Kind aus her! Was zur Hölle ist da hinten passiert? Lass den Scheiß Hatzen! Sie kommen näher! Die sind gnadenlos auf die Granate gesprungen. So. Geh mal kurz schnell hochklettern. Meine Fresse, bin ich schlecht. So. Wow. Alter, der hat einen Raketenwerfer. Nicht mit mir. Wah, wah. Verreck. Wie der umgeflogen ist. Okay. Los geht's.
Run, run, run! Run for your life! So, schnell scharf machen! Los, warum machst du so... Noob! Wenn hier nicht so viele Feinde wären, könnte ich das. Es kommen noch mehr! So, hier bitte, ihr habt eine Granate. Weiter feuern, Hubs! Feuer weiter! Ich lege hier schon mal eine Tierfalle und mache sie scharf. Wir müssen jetzt den Fluss schaffen. So. Werfen auf! Ja, wurf schon mal. Ich mache hier alles voller Fallen. Pech für dich. Komm schon, Wutz. Wir verschwinden. Verdammt! Weiter auf mich! Lass geht doch noch etwas verfallen. Bring Wutz in Deckung. Ja, ich schaff das, Bruder. So, und die letzte Mörsergranate hebe ich für die... Ja, für die Mongos hier auf. Naja, wurde wenigstens jemand verletzt, aber wow. Yeah! Alter, der Hammer. Oh, ich sterbe. Ich sterbe. Sorry, ich muss kurz hier. Alter, wie der Haufen weggeflogen ist. Das war ja richtig krass. Oh, das ist Hudson. Sorry. Hudson, zum Glück hast du die Fähigkeit nicht zu sterben. So. Voll in die Schulter getroffen. Granate. Ich depp. So, runter in den Strand, okay. Schnell! Ich gebe dir Rückendeckung. Na los, Frank. Wir kommen raus. Los geht's, Frank. Wir schaffen das. Wir kommen hier raus. Scheiß Rossi. Verdammt, kann nicht kommen. Hey, Rassist. Sowas darf man nicht sagen hier. Sagt der gnadenlos scheiß Russen. Aha, unser Freund. Boah, schaut euch die Minigun da an. Sowas bitte nicht mehr sagen, ne? Scheiß Russen, sowas darf man nicht sagen. Yeah. Oh, was? Boah. Geil. Frank Woods, ihr könnt mich nicht töten. Der Hammer. So. Das war ja mal geil. Ihr könnt mich nicht töten. Wegen deinem Dad. Er hat alles für mich riskiert. Ehre, Freundschaft. Ja. Ist genau wie du, Kleiner. So. Das war ja mal krass. Jo. Okay. Das war... ziemlich Hammer, was wir da so alles hinbekommen haben. Mit den Mörserfallen und ja, mit allem drum und dran. Jo, Ausgang. Mason rettet Woods. Übersicht. Was haben wir hier? Erlangen Sie das Celerium. Achso, das ist das Neue. Also, ja, die weitere Mission mit weiteren neuen und moderneren Waffen. Also, die sind jetzt... Ja, also diese Waffen sind, ihr wisst ja, sehen viel besser aus. Oh, Mann. Ja, aber ich mache Mission für Mission, weil sonst dauert das mir zu lange. Und dann würde ich mal sagen, kommentieren und bewerten nicht vergessen. Lasst mir ein Feedback und ein, ja, eine Bewertung da. Ja, einen Daumen meine ich. Jo, falls ihr mich unterstützen wollt, favorisiert dieses Video. Und verbreitet es. Das war's von mir. Genug für heute. Wir sehen uns bald. Bis dann, ihr Freunde. Tschüss.